Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Wir sind in Kakariko als Kind, wie gesagt, habe ich das schon mal vorbereitet, denn wir gehen jetzt erstmal in den Brunnen rein. Übrigens, die Sora-Maske ist nur eine ganz herkömmliche Maske, so wie es die halt hier im Spiel gibt. Das heißt, da können wir uns nicht mit verwandeln oder irgendwas Besonderes tun. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall erstmal wieder auf die Hasenohren umswitchen, natürlich. Und ja, im letzten Part haben wir ein bisschen Progress gemacht. Wir waren mal im Schattentempel, haben viele Items bekommen, die ja mehr oder weniger gar nicht so nützlich waren für uns, sag ich mal. Weil, ja, waren eher so Misch-Items von Ocarina of Time auf Majora's Mask, die halt so ein, ja, nice to know oder nice to have, aber nicht unbedingt jetzt förderlich sind. Wir haben hier zwei kleine Schlüssel und können, denke ich mal, jetzt den Brunnen auch komplett abschließen, weil wir haben ja auch das Auge der Wahrheit mittlerweile. Ach nee, wir können gar nicht den Brunnen komplett abschließen. Weil uns fehlt ja immer noch, stimmt, uns fehlt ja immer noch der Song. Zeldas Wiegenlied. Habe ich schon wieder vergessen. Aber wir können ein bisschen Fortschritte machen. Wir können mal gucken, was wir schon sonst noch so machen können. Weil wir haben hier schon noch ein paar Schatzkisten, ne? Ja, ich denke, wir können hier noch ein bisschen was tun. Okay. Achso, Auge der Wahrheit wollte ich rausholen. Rupp. So, das haben wir ja mittlerweile. Das gefällt mir gut. Und dann gucken wir mal. Nerv nicht. Tschüss. Achso, ich rüste auch mal unser geiles Schwert aus. Hallo? Zack. Da ist es auch das herkömmliche Bikoron-Schwert als Kind. Genau, guck mal, wir haben hier eine Skulti und eine fette Schatzkiste. Da sind wir damals nicht weiter reingegangen, weil uns wahrscheinlich die Schlüssel gefehlt hat. Das würde ich erstmal auskundschaften. Sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir irgendwo noch einen Schlüssel. Mal gucken. Ja, und dann fehlt uns halt noch, der Hirnsauger, ne? Da gibt es ja auch nochmal was zu holen. Oh, guck mal, hier gibt es ja auch eine Schatzkiste. Wusste ich gar nicht mehr. So. Machen hier keine halben Sachen. So. Ach da. Ich habe sie gefunden. Da liegt sie. Oh. Die ist abgestürzt. Ups, das wollte ich jetzt aber nicht. Okay, wir holen uns jetzt hier erstmal die Schatzkiste. Let's go. Krabbelmin. Da ist sie wieder. Okay, wo ist die letzte? Okay, die letzte scheint nicht wiederzukommen. Okay, ist ja auch egal. Wir wollen ja nur schnell den Raubschleim töten und Schatzkiste und Skuldi einsacken. Zack. Das ist Nummer 73. Gibt einen wunderschönen Rubin. Wahnsinn. Und wir kriegen hier noch eine Schatzkiste. Ah! Kuchiro heißt es hier. Kuchiro. Ja, perfekt. Kuchiro bekommt der Mann im Wald. Ist der jetzt überhaupt da? Der muss ja jetzt da sein, wenn wir Kuchiro haben, theoretisch, oder? Weil der bekommt ja den... Genau, der bekommt den im Wald. Und dafür bekommen wir den Mushroom. Und wenn wir wiederkommen mit dem Mushroom, ist dann die Kollegin da und gibt uns die Säge, theoretisch. Aber, naja, das ist eher alles verwirrend. Okay, wir haben ihn bekommen. Das heißt, den können wir dann noch abgeben. Alles klar. Und hier renne ich jetzt einfach mal schnell durch. Let's go. So, da müssen wir jetzt auch eben mal die andere Tür finden. Die Frage ist, ja gut, wir können mittlerweile tief tauchen. Ich glaube, das ist nämlich dieses eine Becken, wo wir theoretisch auch Wasser ablassen müssen. Und die Eisenstiefel haben wir auch, also ja, ja, das passt alles. Aua. Dankeschön. Hier, oder? Oh, sorry. Ja. So,
Ach, kann ich nicht unter Wasser die Kiste aufmachen? Das geht nur in Majora's Mask? Ja, scheiße. Das heißt, wir brauchen hier auch erst wieder Zeldas Wiegenlied. Das ist ja doof. Aber waren wir hier schon... Wir müssten hier ja auch schon drin gewesen sein, ne? Ich glaube schon. Ja, hier brennen ja auch schon die ganzen Fackeln. Da waren wir schon drinne. Ja, theoretisch kannst du ja auch einfach durchtauchen. Okay, also da haben wir auf jeden Fall noch eine Schatzkiste. Beim Hirnsauger werden wir wahrscheinlich auch noch eine haben. Das heißt, wir bekommen hier nochmal ein bisschen Stuff, sobald Marcel das Wiegenlied haben. Sollten wir auf jeden Fall... Oh Gott. Uns noch abholen. So, und dann muss aber hier ja irgendwo die Tür gewesen sein, oder? Die noch verschlossen ist. Genau da. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas abstauben können. Ach ja. Da gibt's doch aber nur eine Skulti, oder? Oder was war hier? I'm not sure. So, haben wir die erstmal alle weg. Genau, hier ist nur eine Skulti. Okay, dann war es das auch schon im Brunnen erstmal wieder. Oh, noch ein Bosskey. Für Stone Tower. Ja, da kommen wir auch noch nicht hin. Aber wir haben jetzt alle Bosskeys. Das ist ja schon mal was wert. I guess. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt auch... Nö, ich würde sagen, wir gehen jetzt... ich mache nochmal Nocturne des Schattens. Ah, nee, warte mal, das war ja Quatsch. Nee, war nicht Quatsch. Ich mache mich jetzt erwachsen. Wollen wir das Kiki schnell abgeben? Oder wollen wir zum Boss? Ja, komm, wir gehen zum Boss. Ah, weiß nicht viel. Wir machen jetzt erstmal den Bosskampf. In Majora's Mask. Wenn wir diesen Bosskampf erledigt haben, können wir erstmal im See tauchen gehen. So viel dazu. Und dann können wir das Goronenrennen machen. Das muss ich dann nochmal gucken, wo das ist. Das wird dann wieder ein bisschen komplexer. Weil dann haben wir diesen Zyklus quasi schon mal abgeschlossen. Dann müssen wir später nochmal in den Tempel rein, um die letzten Schatzkisten zu holen. Aber theoretisch waren wir halt schon... Oder theoretisch können wir in den Tempel reingehen und können bis zum Boss. Der Boss müsste möglich sein. Auch wenn uns irgendwo noch ein kleiner Schlüssel fehlt. Egal. Vielleicht kriegen wir den auch durch Kiki. Oder Kuchiro. Wer das no? Wir machen uns jetzt auf jeden Fall erstmal... Nee, ich geh jetzt direkt zum Dungeon. Wir machen das so. Mit Kuchiro, das können wir später noch machen. Wir standen ja schon unmittelbar vor der Boss-Tür. Ich weiß gar nicht, wie der Status hier aktuell ist. Erster Tag um 7 Uhr. Ja, das sieht doch gut aus. Wir haben auch schon ein bisschen Pfeile und so. Ein bisschen Mana haben wir auch am Start. Wie ist das hier? Ah ja, toll. Ich dachte, ich kann mich jetzt nochmal zurückporten, aber scheinbar funktioniert das so nicht. Ich kann mich zurück nach Unruhstadt porten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Tempel. Machen wir das so. Jo, ich glaube, das ist ein guter Plan. Heißt, wir müssen da jetzt nochmal ganz nach oben steigen. Nervig, ne? Schon irgendwie. Ba, 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 bam. Vielleicht skippe ich das mal. Hui! Ja, Leute, ich skippe das mal und wenn ich dann im Tempel reingehe, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder im Dungeon, Leute. Müssen wir erstmal gucken, wie das war. Denn ich denke, wir müssen jetzt trotzdem nochmal vieles machen, ne? Das wird leider so sein. So, ich mache hier erstmal ganz kurz mit dem Feuerpfeil ein bisschen Platz für uns. Zack. Wir müssen jetzt theoretisch ja zwei Schalter hochmachen oder ist nur einer?
I'm not sure. Auf jeden Fall hier unten einen. Und den. Also zwei Stück, ne? Und dann können wir ja theoretisch einfach darüber hopsen. Ah ne, der... Ah, der macht's nur wieder runter. Das heißt, wir brauchen nur einen Schalter. Okay. Un momento. Das heißt, ich würde jetzt hier nochmal einen Feuerpfeil reinschießen. Und dann gehen wir da drüben rein. Okay, hier brauche ich auch scheinbar nochmal Feuerpfeile. Du stehst ja ganz doof. Der hat mir auch Pfeile gegeben. Zack. Oder wie haben wir es denn beim letzten Mal gemacht? Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, oben Faroris Wind aktiviert. Ja. So. Ich glaube, so müssen wir das auch wieder machen, oder? Sonst ist das, glaube ich, hinfällig, wenn ich jetzt den Schalter aktiviere, weil sonst brauchen wir, glaube ich, einen extra Schlüssel. Bin mir nicht gerade ganz sicher, aber ich... nein. Ich würde es mal so machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal kurz raus. Ich weiß auch nicht, ob das so gemacht werden soll, ganz ehrlich. Das ist für mich alles ganz obskur hier. Welche Tür waren das? Die hier? Nee. Eine weiter rechts. Die hier müsste es sein. Genau. Da unten ist auch noch eine Fee. Ja, aber die Feen lohnen sich nicht zu sammeln, bevor ich nicht die Maske habe. Ganz ehrlich. Oder was meint ihr, Leute? Ich denke nicht. Na toll. Zack. Mach hoch das Ding. Du. Dankeschön. So, ja, ich gucke jetzt gerade mal, wie wir das am besten machen. Und hoffe, dass wir das schnell hinbekommen. Weil ich gar keinen Bock habe, jetzt hier ewig rumzurennen. Ich würde gerne den Boss machen. Okay. Also theoretisch müssen wir jetzt in die nächste Etage hoch. Wie machen wir das am einfachsten? Ich guck mal auf die Karte. Da drüben waren wir noch gar nicht. Wird die Karte auch resettet, wenn ich zurückspule? Ist ja bescheuert. Vor allem, die Karte ist ja voll bescheuert. Ich sehe ja nicht mal mich auf der Karte. Das ist ganz merkwürdig. Warte mal kurz. Warte hier. Hier geht's wieder runter. Ne, hier geht's hoch. Hier muss ich lang. Okay. Dann sind wir jetzt schon auf der richtigen Fährte. Keine Sorge, Leute. Den Boss machen wir noch. Den Boss machen wir noch. Ich muss mich nur mal ein bisschen offenbaren, wo es lang geht. So, und dann müssen wir hier irgendwie hoch. Aber hier brauchen wir jetzt... Genau, hier brauchen wir jetzt den Zwischenstep. Das heißt... Ich mache jetzt mal... Da drüben fehlt unser Schlüssel, genau. Ich mache jetzt mal den hier. Okay. Da ist irgendwo so eine... Disable. Und ich mache jetzt hier meinen Warpoint. Das heißt, ich kann mich dann jetzt einfach hier hochporten wieder. So haben wir es, glaube ich, beim letzten Mal auch gemacht. Irgendwie so ein bisschen tricky. Und jetzt werde ich nochmal ganz nach unten springen. Aua. Und jetzt gehen wir da nochmal rein und aktivieren den Schalter, fahren das Ding hoch, porten uns hoch und dann sollten wir vielleicht darüber kommen. Maybe. So, die sind natürlich jetzt auch alle wieder da. Wunderschön. So. Perfekt. Auf die Tür. Tschüss. So, jetzt fahren wir das Ding hoch.
So, das ist die Frage. Was muss ich alles weghauen? Weil wir haben jetzt auf verschiedenen Etagen die Möglichkeit, was wegzuhauen. So, return to the warp point. Wir gehen nach oben. Okay, ich verstehe. Ich muss erst auf einer Etage weiter unten was weghauen. Vielleicht auch einfach hier. Ich will mal kurz gucken. Ja. Hier hauen wir jetzt einen weg. Ich glaube nicht, dass das eigentlich so gemacht werden soll, ganz ehrlich. Ich denke nicht, dass man so tricky arbeiten soll hier. Aber ich mach's halt mal, ne? Der Bosskampf wird sowieso ein Klacks, weil wir haben ja sowieso schon die Maske. So, zack. Ich glaube, wir müssen sowieso alle weghauen, oder? Ja, hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich glaube, es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, was ich gemacht habe. Okay, warte, wir müssen alle weghauen. Brumm, brumm. Vergesst, was ich gemacht habe. Das hat keinen Sinn ergeben. So, jetzt kommen wir auf die andere Seite. Und dann müssen wir theoretisch nur noch zum Boss rüber. Das sollte alles funktionieren, oder? Ich denke ja. So, ich mal Herzchen. Gibt es auch nochmal Mana? Jawohl. Wunderbar. Gut, Leute. Dann... Jetzt ist Boss-Time? Ja. Jetzt ist Boss-Time. Okay, ich hoffe, Lunge! Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich es mir vorstelle. Ba, 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 ba. So, let's go. Ba, 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 ba. Perfekt. So, Leute, es geht rein in den Boss. Vielleicht ist es auch ein anderer Boss, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist das auch randomized. Ist der scheiß Wasserboss, okay. Aber das müsste ja auch mit Uni-Link gehen, theoretisch, ne? Let's go. Es ist der blöde Wasserboss. So, pass auf. Wo ist er denn? Da. Das ist alles kein Problem als Uni-Link, Leute. Das ist übrigens der Boss, den ich am meisten hasse. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Der ist komisch, der Boss. Den mag ich nicht. Die anderen sind auch alle ganz cool, aber den hier, den finde ich ganz komisch. Da bin ich ganz froh, dass ich Uni-Link habe. Da ist das nämlich richtig schön easy. Cool. So, ich bin ja gespannt, was jetzt passiert. Ich hoffe, das klappt so, wie ich es mir vorstelle. So, wir haben den Kokiri-Smaragd erhalten und... Okay, wir haben jetzt den Kokiri-Smaragd erhalten. Bei... Snow. Richtig? Alter, er hier. Wie böse er guckt. Okay, ich entkleide mich mal wieder. Und wir gehen mal... Warte, Mana? Gibt's hier noch Mana? Warum soll es Mana geben? Okay, wir gehen rein. Song of Healing, Leute. So, da ist es. Das heißt, wir können nämlich jetzt unsere Fortschritte weitermachen. Ich freue mich so sehr. Aber haben wir jetzt den Kokiri-Smaragd erhalten? Oder, hä? Ich bin gerade verwirrt. Warte mal, Song of Healing. Das ist... Song of Healing. Genau, damit können wir jetzt auch ein bisschen was machen. Perfekt. Genau, und der Kokiri-Smaragd. Perfekt. Ja, schön, Leute. Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen, endlich. Ah, fabelhaft. Ich freue mich. So, ah, guck mal, jetzt ist das da auch aufgetaut. Jetzt könnte man auch offiziell da hochgehen. Aber da war ja eh nichts. So, was ich jetzt aber noch machen möchte, ist den Untergrund nochmal untersuchen. Genau, das möchte ich einerseits tun. Muss ich jetzt eigentlich nochmal mit einem Fass da oben das Ding wegsprengen oder geht das jetzt auch so oder wie ist denn das? Ich meine, wir sind noch am ersten Tag, wir haben alle Zeit der Welt.
Ja, da steht nämlich da oben. Ich weiß nicht, ob der da erst rein muss. Ich glaube, da muss ich erst nochmal ein Fass kaufen. So, wir können jetzt aber hier erstmal auf den Grund tauchen, ne? Pass auf. Hier holen wir uns erstmal ein Herzteil. Für Majora's Mask. Wunderbar. So, jetzt geht's auch richtig los, Leute. Jetzt können wir erstmal wieder, jetzt haben wir Fortschritt. Jetzt geht's los, jetzt geht's rund hier. Oh ja, super. Ich freue mich, dass das alles gut geklappt hat. Aber ganz ehrlich, es war so tricky. Und ich weiß nicht, wie da dieser komische Bug reingekommen ist. Weil hier sind nämlich die Schuhe, weißt du? Und wir wären eigentlich nicht dahin gekommen. Eigentlich ist das ein Hexenkreis. Oder wie heißt das? Ihr wisst schon, was ich meine. Ein endloser Zirkel wäre das gewesen. Weil wir wären eigentlich, wären wir hier nicht weitergekommen. Huch, was war das denn? Da, mitten auf die Fresse. Aua. Ich sehe auf der Karte hier noch eine Schatzkiste. Seht ihr das? Wo ist denn das? Da oben? Ist hier noch ein Durchgang? Ach, guck mal. Das kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, ich war noch nie hier drinne. Aber scheint auch nichts Wertvolles zu sein. Wir gucken trotzdem mal kurz rein und ist eine schöne Dekonuss. Perfekt. Naja, dann haben wir das wenigstens auch. Alter, geh weg. Gut, Leute, dann haben wir hier den nämlich auch schon alles abgegrast. Sehr, sehr geil. Freue ich mich. Dann komme ich gar nicht mehr hoch. Wo komme ich denn wieder hoch? Ich komme hier nirgendwo hoch. Ich bin verloren für immer. Hä? Ist ja alles super klitschig hier. Leute, wo ist der Ausgang? Naja. Ich würde sagen, ich suche mir schon mal für die nächste Folge raus, wo das Goronenrennen war. Okay, hier komme ich wieder hoch. Kaufen wir schon mal ein Pulverfass. Ne, weil wir müssen ja da oben das Ding wegsprengen. Ich denke, sonst triggert das nicht. I guess. I don't know. Wir werden es auf jeden Fall machen. Sprengen da oben das Ding weg. Suchen schon mal das raus, wo quasi das Goronenrennen stattfindet offiziell. Ja. Und dann haben wir, wenn wir das Goronenrennen dann gemeistert haben, dann sollte hier auch alles soweit fertig sein. Naja, gut, Don Gero, ne? Das ist nochmal so ein Ding dann. Da müssen wir nochmal den Bosskampf machen, aber naja. Oh, guck mal, hier ist auch noch eine Schatzkiste drin. Alter, das habe ich auch überhaupt nicht im Kopf gehabt. Die ist unsichtbar. Was ist denn das? Eine Skuldi, hey. Ja, cool. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Nice. Ja, und hier ist der Frosch noch. Das müssten wir theoretisch nochmal später... Aber wir haben die Maske sowieso noch nicht. Aber da musst du ja auch in jeden Dungeon rein. Das ist ja auch nochmal so eine blöde Quest. Eine ganz komplizierte. Muss dann dafür, glaube ich, ein Herzteil gibt im Endeffekt. Ja. Okay, Leute, das war's aber erstmal wieder mit dieser Folge. Ich würde sagen, ich bereite mich für die nächste Folge entsprechend vor. Wie gesagt, wir holen das Bombenfass, also das Goronenfass. Genau, das würde ich machen. Und ich guck mal, wo die Rennstrecke ist. Die zwei Sachen. Und dann können wir im... Ich brauche sogar theoretisch zwei Bombenfässer, weil ich muss dann Song of Healing, dem Vater von... Ne, der sich in Ägypto verwandelt, vorspielen. Damit wir... dann theoretisch Zeldas Wiegenlied bekommen. Und dann ist Polen offen. Dann wissen wir alles, Leute. Dann wissen wir alles. Dann haben wir hoffentlich das Spiel so weit, dass wir selbstständig wieder klarkommen. Weil dann habe ich diese Runde beendet, die ich da angefangen habe im Spoiler-Log. Und dann bin ich happy, hoffentlich. Gut, Leute. Das war's von mir. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.